Ja, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder mit dem Rad unterwegs. Eine kleine Runde zum Ausgleichen. Heute einmal nicht zu Fuß unterwegs. Heute auch nicht die Sony Alpha dabei, sondern die Sony Action Cam. Und ich will da so einen kleinen Ausritt durch den Wald machen. Ja, ein bisschen die Zeit umschlagen. Und da fahren wir jetzt ein Stück gemütlich durch den Wald. Das sind eigentlich alles so Waldwegeln zum Anfahren. Auf ganz gemütlich quasi. Also nichts Hektisches heute. Ist erst die zweite Ausfahrt heuer für mich. Und natürlich in Zeiten wie diesen will ich da nicht unbedingt einen Stern reißen, dass ich da vielleicht auch noch die Rettung oder irgendwas brauche. Das habe ich nicht notwendig. Ja, in dem Sinn schauen wir mal weiter. Ah, das dürfte so ein Umschlagplatz gewesen sein, wo sie aufgestapelt haben. Und der Weg darauf ist sowieso neu, den kenne ich gar nicht. Ja, da sind wir wieder an der Kramerkapelle angekommen. Schön, Bärlauch überall, soweit das Auge reicht. Ja, Freunde, heute vielleicht einmal ein ungewohntes Bild, einmal ohne Hut. Ich habe nämlich die Kamera am Helm und jetzt seht ihr einmal in Grauenwolf in seiner Fülle. Jo, ist so. Ja, ich wollte die Kamera nicht runternehmen von Helm, die lasse ich jetzt drauf. Da ist wirklich so schön, so angenehm warm. Taugt mir. Gut, da sehe ich wieder, da kommen Leute. Ich werde mal wieder zusammenreißen und weiterfahren. Man sieht sie wieder unterwegs. Ja, wie schon erwähnt, ziemlich viel unterwegs, aber ja, ist ja kein zum Verübeln. Aber da ist sowieso verdammt wenig los. So, da geht es jetzt einmal ein bisschen bergauf. Nämlich ein bisschen ganz schön bergauf. Aber macht nichts. Für was haben wir im Motorski? Ja, da sind wir gerade wieder ein paar Spaziergänge entgegengekommen. Wirklich alle gesittet. Gingen mit genügend Abstand aneinander vorbei. Also, ich kenne nichts Negatives sagen, die Leute halten sich wirklich dran. Also, ja, da kommen gerade die Nächsten. Tag. Okay, so herrlich ruhig da. Da stört sogar das Geräusch vom Motor. Okay, Wahnsinn. Ja, da steht noch so ein Bagger, der was halt diese Bahnhaltung gleich schneidet, glaube ich. Ja, sicher. Und da steht auch so einer zum Aufladen und zum Antransportieren. Und da schmeiße ich mich irgendwo rechts rein. Da drin war ich schon mal. Und da mache ich so einmal ein kleines Platz für ein Käfchen. Werden wir schon irgendwo was finden. Ja, natürlich schieben wir da durch. Was natürlich auch noch anstrengender ist wie vorhin wahrscheinlich. Aber da wollen wir schon ein Platzerl finden. Ja, Freunde, und da ist das Platzerl wieder. Inklusive ein kleinen Tisch. Perfekt. Ja, Freunde, ich hab da noch ein recht schönes Platz gefunden. Und heute gibt's einmal eine Coca-Cola. Da haben wir verdient. Vorhin habe ich Eiskosten herrlich. Heute brennt was da. Und dafür haben wir ein fertig Käfchen.
Oh, das wäre mein Kopf mit der Portion heute. Ich hab's dann. So. Ja, ich würde sagen, es ist soweit. Der dampft. Ja, Freunde, es ist einmal wieder soweit. Ich sage einmal, Prost an meine ganzen Krankensesseln. Ein ewiger Spruch gesund werden, passt auf euch. Und natürlich an alle und dann auch, jetzt mal ja nicht krank. Aufpassen und gesund bleiben. Prost. Ui, der ist aber gut. Na, alle Achtung, der ist aber wirklich extrem gut mit zwar. Feine, cremig. No? Mal was Feines erwischt. Na. Ja, werde noch ein bisschen einen Ausblick genießen. Naja. Ja, meine, mein Käffchen ist Geschichte. War herrlich. Und ich habe heute mein Thermometer mit, den habe ich immer auf den Draufhänger. Und da hat es in der Sonne gute 22 Grad. Ich würde sagen, ich packe mich schon langsam wieder zusammen. Werde noch eine kleine Runde Mineralwasser fahren. Aber diesmal da, ja, schauen wir mal, nehmen wir einen Wald oder vielleicht einen Feldweg um. Ja, sagt die Zeit. Zwar ist, ja, gestern habe ich da noch nichts. Wenn der kleine Hunger kommt, nein, das werden wir heute daheim stillen, den Hunger. So, Platzl wieder sauber hinterlassen, da war heute nicht viel putzen, habe ich nichts da. Und wer sein Rad liebt, schiebt. Also so in der Sonne fahren ist angenehm. Aber zuerst im Wald, im Schatten, da war es schon ein bisschen kühler. Man macht nichts. Hallo. Und der nächste. Und noch einer. Hallo. Hallo. So, wir fahren aber da oben. Ah, schick gemütlich. Ja, ui. Der Staub mit ein bisschen ein. Na, macht nichts. Ist halt so. Das dürfte ein Mangalitzer-Schweinerl sein. Ja, es sind gar nicht so wenig. Das habe ich noch nie gesehen bei uns. Ja, ja. Ja, Freunde, die letzten Meter, dann bin ich wieder daheim. Da noch mal ein kleiner Blick auf meinen Hausberg. Und ja, war eine nette kleine Runde, war nicht überwältigend, aber ist gegangen. Hat gereicht für mich. Und in dem Sinn kann ich nur sagen, falls man noch was hört, danke fürs Mitradeln, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Passt mal auf, bleibt mal gesund.
und servus die Madeln und viert euch die Buben.